Europa League mit Klatsche und Blamage, keine Chance mehr bei Callum Hudson-Odoi und weiterer Geldregen für Hertha BSC. Das sind Themen des Tages. Mein Name ist Flo und weil wir alle ins Wochenende wollen, machen wir heute mal schnell. Los geht's. Wir fangen natürlich an mit einem kleinen Europa League Update. Eintracht Frankfurt verliert zu Hause gegen den FC Arsenal mit 0:3. 3 Punkte für die Gunners und in der Höhe vielleicht nicht ganz verdient. Die Eintracht hätte schon das eine oder andere Türchen schießen können, aber am Ende siegt dann doch die individuelle Qualität des FC Arsenal. Hier übrigens wieder riesiger Shoutout an die Eintracht-Fans, die wie immer 90 Minuten lang durchgesungen haben, eine geile Choreo organisiert haben und einfach trotz dieser 0:3 Niederlage da waren, um die Mannschaft zu unterstützen. Und jetzt kommen wir zum Spiel, wo man sich dachte, okay, das hätte der nächste Dreier für die deutsche Mannschaft sein müssen, aber am Ende wurde es eine Blamage. Borussia Mönchengladbach verliert zu Hause im Borussia-Park mit 0:4 gegen den österreichischen Club Wolfsberger AC und eigentlich hätte Marco Rose diesen Club ja ganz gut kennen müssen und die Mannschaft darauf einstellen können, aber am Ende hat es eben wohl nicht gereicht. Marco Rose sagte nach dem Spiel, es gibt Abende, die laufen so. Was der WRC gemacht hat, war Fußball pur. Und da muss ich dem Trainer recht geben, der Wolfsberger AC hat richtig guten Fußball gespielt, aber auch nur, weil Borussia Mönchengladbach sie gewähren lassen hat und überhaupt nicht ins Spiel gefunden hat und einfach desaströs gespielt hat. Der einzige Dreier diese Woche in der Europa League einer deutschen Mannschaft gelingt dem VfL Wolfsburg gegen den FC Alexandria. Ungefährdeter Sieg, 3:1 am Ende, vollkommen verdient und das vor ganzen knapp 10.000 Zuschauern. Außerdem blamierte sich nicht nur Gladbach, sondern auch Lazio Rom gegen Cluj. Mit 2:1 gingen sie dort unter. Im Gegensatz zum Stadtrivalen der AS Rom, die konnten mit 4:0 ihr Spiel gewinnen. Und auch Loris Karius hat mal wieder zugeschlagen und Beşiktaş ein weiteres Gegentor eingebracht. 2:4 hieß es am Ende aus der Sicht von Beşiktaş gegen Bratislava. Es hat sich lang gezogen wie Kaugummi und jetzt ist es endlich offiziell. Callum Hudson-Odoi verlängert sein Arbeitspapier beim FC Chelsea bis 2024. Der vorherige Vertrag wäre im Sommer 2020 ausgelaufen, dann wäre er ablösefrei auf dem Markt gewesen und dann hätte der FC Bayern wahrscheinlich zugeschlagen. Aber jetzt ist dieser Wechsel, zumindest zum FC Bayern oder generell jeder andere Wechsel, erstmal vom Tisch. Callum Hudson-Odoi bleibt den Blues erhalten. Wer sich noch an das WM-Finale 2014 erinnern kann, und ich bin sicher, zumindest die Deutschen unter euch wissen ganz genau, was da abgegangen ist, der weiß auch noch, dass Christoph Kramer ziemlich früh runter musste nach einem Zusammenstoß und mit Verdacht auf Gehirnerschütterung ausgewechselt werden musste. Der wusste gar nicht mehr, was abgeht, wo er denn eigentlich ist und so weiter und so fort. Das Kuriose daran war ja, dass er erstmal noch weitergespielt hatte und dann erst auf Rat von Thomas Müller ausgewechselt wurde. Das soll jetzt anders sein. Die IFAB berät über eine neue Regelung bei eventuellen Kopfverletzungen und Gehirnerschütterungen. Und ich persönlich finde das richtig gut, denn mit Kopfverletzungen ist wirklich nicht zu spaßen. Da kann ganz, ganz viel schief gehen, wenn das nicht frühzeitig erkannt wird. Gehirnerschütterung insbesondere. Und jetzt wird die IFAB bis zum 23. Oktober darüber diskutieren und dann eventuell eine neue Regeländerung festlegen. Wenn man Medienberichten glauben möchte, dann beinhaltet diese Regeländerung ein 10 Minuten Zeitfenster, in dem der Spieler behandelt und untersucht wird, eben auf Gehirnerschütterung oder ähnliche Kopfverletzungen. In diesem Zeitfenster wäre die Mannschaft ja dann einfach nur zu zehnt. Das soll aber nicht passieren. Es soll eine Wechseloption für diese 10 Minuten geben. Falls dann keine Kopfverletzung vorliegt, dann soll der Spieler wieder raufgenommen werden und der andere Spieler, der ihn ersetzt hat, wieder runtergenommen werden. Hinter diesem neuen Vorschlag stecken aber noch ziemlich viele Fragezeichen. Zum einen, wer übernimmt dann überhaupt die Behandlung und die Bewertung des Spielers und wann darf dieser Spieler wieder ins Training einsteigen? Das Ganze soll dann bis zur nächsten Verhandlungssitzung im Dezember diskutiert werden und dann vielleicht sogar im März schon implementiert werden. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr diese Regelung findet, denn ich persönlich, wie gesagt, finde das richtig gut. Mit Kopfverletzungen ist wirklich nicht zu spaßen. Hertha BSC hat Anfang dieser Saison 125 Millionen Euro von Investor Lars Windhorst bekommen und noch in dieser Spielzeit sollen weitere 100 Millionen Euro folgen, zumindest wenn man Finanzchef Ingo Schiller von Hertha BSC glauben will. Im Transferfenster hat ja Hertha BSC 33,7 Millionen Euro in Neuzugänge investiert, aber das ist alles gar nicht so vom eigenen Geld gekommen, denn man hat ja auch 20 Millionen Euro für Valentino Lazzaro bekommen, der zu Inter Mailand gewechselt ist. Aber ganz, ganz wichtig dabei, diese 100 Millionen Euro, die noch dazukommen, sind unabhängig von der Krise, die es momentan bei Hertha BSC gibt und sollen, wie gesagt, noch in dieser Spielzeit fließen.
Mit diesem Geld möchte man natürlich weiter in den Kader investieren, aber auch schauen, ob man das nicht auch irgendwie so ein bisschen in das neue Stadion investieren kann. Und Ingo Schiller hat auch dazu Neuigkeiten, denn Hertha BSC ist gar nicht mal so unattraktiv für Investoren, wie alle denken. Zur Finanzierung des geplanten Neubaus einer reinen Fußballarena betonte Ingo Schiller: Ich habe noch nie so viele Nachfragen von Finanzierungsinstituten, Banken sowie Versicherungen bekommen, wie seit der Verkündigung des Stadionbauplans, sagte Schiller. Es gebe drei sehr konkrete Angebote aus Deutschland, Frankreich, England, die wir quasi ziehen könnten. Das heißt also, Finanzierung ist eigentlich im Grunde geklärt. Wo es dann gebaut wird, das steht immer noch in den Sternen. Fußballgott Alex Meyer hat einen neuen Verein gefunden. Ihn zieht es auf die Insel, aber nicht nach Großbritannien, sondern nach Australien. Genau die entgegengesetzte Insel. Und zwar zum Club von Markus Babbel, den Western Sydney Wanderers. Eine deutsche Vereinigung. Mal sehen, was da so passiert. Es gibt nochmal Neuigkeiten von Uli Hoeneß. Der hat sich gestern Abend nochmal zu den Personalien Ter Stegen und Manuel Neuer geäußert. Und weil wir hier ein objektiver, sportjournalistischer, professioneller Fußballkanal sind, werde ich euch das einfach nur vorlesen und ihr bildet euch dann eure eigene Meinung. Ich fand das, was ich gestern gesagt habe, total berechtigt. Ich hatte mich mit Karl-Heinz Rummenigge abgesprochen, dass es an der Zeit ist, dass wir unseren Torwart Manuel Neuer endlich mal unterstützen müssen. Von den handelnden Personen hätte ich schon erwartet, dass man den Herrn Ter Stegen mal in die Ecke stellt und ihm klar mal sagt, dass es so nicht geht. Denn er beschädigt hier gerade einen tadellosen Sportsmann wie den Manuel Neuer, der niemals jemandem etwas getan hat. Manuel Neuer würde als altes Eisen dargestellt, der gefälligst nach der Europameisterschaft aufzuhören habe. Aber da werden sich manche noch wundern. Wenn das so weitergeht, spielt der in 5 Jahren noch und dann hat der Ter Stegen wahrscheinlich schon einen grauen Bart. Und jetzt möchte ich gerne von euch wissen, eure Meinung interessiert mich. Schreibt in die Kommentare, was ihr über Uli Hoeneß Aussagen denkt. Wir sagen dazu gar nichts, denn wir sind ja objektiv und berichten komplett neutral. Und wie gesagt, alles unten in die Kommentare. Was sagt ihr zur Vertragsverlängerung von Callum Hudson-Odoi? Was sagt ihr zu den Ergebnissen gestern? Gerechtfertigt? Oder ist da doch was dabei gewesen, wo ihr sagt, irgendwie ist mir das Ergebnis nicht ganz koscher? Und natürlich, was sagt ihr zu Uli Hoeneß? Hier findet ihr noch 2 andere Videos. Klickt drauf, es lohnt sich auf jeden Fall. Das war's für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein.